Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielbankgesetzes, Drucksache 19/5243. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7:30 Minuten. Eingebracht wird das Gesetz von Herrn Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung legt heute den Entwurf der Änderung des Hessischen Spielbankgesetzes vor. Mit dem Hessischen Spielbankgesetz regeln wir die Grundlagen für den Betrieb der hessischen Spielbanken, angefangen von der Anzahl der zulässigen Standorte, das sind im Moment 3 in Hessen, über die Erlaubnisvoraussetzungen und schließlich die Abgabenregelung sowie die Aufsicht. Öffentlich-rechtliche Spielbanken haben im ordnungspolitischen Auftrag der Länder in verantwortungsvoller Weise ein seriöses Glücksspielangebot bereitzustellen. Es geht hierbei um die Kanalisierung und Begrenzung des Glücksspielangebotes. Es geht um die Bekämpfung der Glücksspielsucht. Es geht um den Jugend- und Spielerschutz. Es geht um die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Spielablaufs und selbstverständlich um den Schutz vor Kriminalität. Aus diesem Grund werden staatliche Spielbanken stark kontrolliert und strengen Regeln unterworfen. Nur einmal einige Beispiele zu dem, was bisher schon gemacht wird. In den hessischen Spielbanken werden strenge Zugangskontrollen und Überprüfungen anhand des bundesweiten Sperrsystems vorgenommen. Gesperrte Spieler werden nicht zugelassen, aber auch Dritte, wie etwa Familienangehörige, können gefährdete Spieler sperren lassen. Auch die Zugangskontrollen sind in den Spielbanken sehr effektiv. Es erfolgt eine lückenlose Zutrittskontrolle und eine Erfassung aller Gäste. Vor Eintritt ist die Identität per Ausweis oder durch ähnliche Dokumente nachzuweisen. Hierdurch wird insbesondere sichergestellt, dass keine Minderjährigen in die Spielbanken gelangen. Bevor ich zu den Änderungen im Spielbankgesetz komme, möchte ich daher zunächst vorwegschicken, dass wir mit einiger Zufriedenheit auf die hessischen Spielbanken blicken können. Der schwierige Spagat zwischen den Vorgaben zum Spielerschutz und der Suchtprävention auf der einen sowie dem Auftrag, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in das staatlich überwachte Glücksspielangebot zu lenken, ist in den zurückliegenden Jahren gut gelungen. Das ist ein in diesem schwierigen Bereich nicht selbstverständlich. Im bundesweiten Vergleich stehen unsere hessischen Spielbanken gut da. Damit das auch so bleibt, waren einige Anpassungen des Gesetzes notwendig geworden. Erstens. Wir haben die Abgabenregelungen angepasst. Die Abgabenerhebung zielt bei den Spielbanken auf eine Abschöpfung der Gewinne bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit. Seit 2008 jedoch sind die Erträge der Spielbanken um etwa 25 % zurückgegangen. Bei einem Abgabensatz von bisher insgesamt 80 % vom Bruttospielertrag kam es in der Vergangenheit gehäuft zu Abgabenermäßigungsanträgen der Spielbanken. Eine Absenkung der Abgabensätze um moderate 5 % ist daher dringend geboten. Dennoch bleiben die hessischen Abgabensätze im bundesweiten Vergleich die höchsten, was aber insbesondere an der guten Aufstellung der Spielbanken, der guten Führung und den herausragenden Standorten liegt. Die Regelung zur Tilgung der Umsatzsteuer werden wir mit dem Gesetz konkretisieren. Seit dem 6. Mai 2006 unterliegen die Glücksspielumsätze der Spielbanken zusätzlich der Umsatzsteuer. Dies stellt eine Doppelbelastung für die Spielbankunternehmen dar. Zur Vermeidung dieser Doppelbelastung wird in einem neuen § 7a festgelegt, dass sich die Spielbankabgabe um die zu entrichtende Umsatzsteuer ermäßigt. Die Tilgung wird aber auf Leistungen beschränkt, die auf den unmittelbaren Spielbetrieb entfallen. Es kann also nur die Umsatzsteuer aus dem Aufkommen an der Spielabgabe getilgt werden, die auf Leistungen entfällt, die auch tatsächlich der Spielbankabgabe belastet sind. Das ist ein etwas sperriges Thema, das räume ich ein, aber machen wir es an einem Beispiel deutlich. Die Spielbankabgabe wird nicht auf die Eintritts- und die Umsatzsteuer auf Eintritts- und Garderobengelder kann durch die Neuregelung eben nicht auf die Spielbankabgabe verrechnet werden, da sie auch nicht mit derselben belastet ist. Den dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Erweiterung der Videoüberwachung. Zudem ist eben die Erweiterung der Videoüberwachung geboten. Dies resultiert zum einen aus der Notwendigkeit, die in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen der Geldwäscheprävention mit sich bringen. Zum anderen dient die Erweiterung der Videoüberwachung
der ordnungsrechtlichen Sicherstellung des Vertrauensschutzes der Öffentlichkeit in den ordnungsgemäßen Spielbetrieb in den Spielbanken. Denn immerhin haben wir es in Spielsälen der Spielbanken mit ungezähltem Geld zu tun. Aber auch die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen sowie die Vermeidung von Manipulationen an den Spielgeräten können durch die Erweiterung der Videoüberwachung besser erreicht werden. Diese Forderung geht im Übrigen von den Spielbanken selbst aus und wird von der Finanzaufsicht ebenfalls für notwendig erachtet. Flankierend zu dieser wichtigen Maßnahme haben wir auch aufsichtliche Befugnisse konkretisiert. Die Aufsicht hat mit der Neuregelung in § 15 Absatz 2 die Möglichkeit, anonyme Spielkontrollen in der Spielbank durchzuführen. Dies dient unter anderem dazu, eine bessere Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben zu gewährleisten sowie zur effektiven Kontrolle eines ordnungsgemäßen Spielablaufs. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf eine konstruktive Beratung im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Als erster Redner hat sich Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Das habe ich gehört. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf zu einer Änderung des Spielbankgesetzes umfasst Dinge, die unstrittig sind, auch die Videoüberwachung. Wir brauchen auch Schutzmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen. Das ist in der Sache eher unproblematisch. In § 2 Spielbankstandorte, Herr Minister, hätten Sie die Standorte auch benennen können. Das machen Sie jetzt per Rechtsverordnung, brauchen Sie das Parlament nicht. Man hätte auch ins Gesetz reinschreiben können, an welchen Standorten Spielbanken zulässig sind. Das hätte auch der Klarheit gedient. Aber Sie haben nichts dazu gesagt, dass sich das Land seit 2006 bis zum Jahr 2016 den Standortkommunen Wiesbaden, Bad Homburg, Kassel und Wildungen wegen des Wegfalls der Umsatzsteuerbefreiung von Spielbankeinnahmen, die in den vier Kommunen zu erheblichen Einbußen geführt hat, eben eine Mehreinnahmen aus dem Landesausgleichsstock zukommen hat lassen. Das haben Sie im Jahr 2016 eingestellt. Ich will die Summen einmal nennen. Die Stadt Bad Homburg wird 932.800 € verlieren, die Stadt Bad Wildungen 73.000, die Stadt Wiesbaden über 1 Million und die Stadt Kassel 530.000. Sie haben gerade noch fertiggebracht zur heutigen Beratung die Kleine Anfrage, die Frist war abgelaufen, dann zu beantworten, die die Kollegin Elke Barth gestellt hat, zu den Zuweisungen zum Ausgleich der Mindereinnahmen. Weil Sie haben natürlich recht, zu Recht darauf hingewiesen, die Einnahmen insgesamt aus den Spielbanken sind um rund 25, die Umsätze 25% in den letzten Jahren zurückgegangen, plus die Umsatzsteuerbefreiung, die sich ausgewirkt hat. Und Sie beantworten das in der Kleinen Anfrage eher, ich will mal sagen, relativ nonchalant. Sie weisen darauf hin, das würde bei der Stadt Homburg 932.800 € nur 0,47% des Haushaltsvolumens ausweisen. Ich finde, fast 1 Million ist auch für eine Stadt wie Bad Homburg keine Petitesse. Mit 1 Million € kann man auch etwas für die Kinderbetreuung tun und vernünftige Angebote aufrechterhalten, ohne dass Eltern über Gebühr belastet werden. Ich finde, Sie machen es sich so einfach, das mit ein paar Prozentzahlen am Gesamtvolumen des Haushalts auszumachen. Deswegen war es der falsche Weg, die Ausgleichszahlung aus dem Landesausgleichsstock mit Ablauf des Jahres 2016 auszusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn diese Kommunen brauchen das Geld, und das fehlt ihnen. Und dazu sagen Sie in dem Gesetzentwurf nichts und auch in der Beantwortung der Kleinen Anfrage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch über das Verfahren kann man sich mehr als kritisch äußern müssen. Im Mai dieses Jahres haben Sie den Kommunen mitgeteilt, es gibt nichts mehr. Die letzten Zahlungen gab es im Jahr 2016. Da war das Haushaltsjahr schon aufgestellt in den betroffenen Kommunen. Und das ist ein ziemlich unfreundlicher Akt. Sie haben es dann langatmig begründet in der Beantwortung der Kleinen Anfrage, dass auch die Spitzenverbände gesagt hätten, solche Sonderregelungen seien nicht mehr zeitgemäß. Und Sie haben es natürlich mit Ihrem Dauerbrenner begründet, der kommunale Finanzausgleich, den Sie letztes Jahr dann auf den Weg gebracht haben, würde das alles angemessen berücksichtigen. Das ist natürlich eine Mär, die durch ständige Wiederholungen nicht besser wird. Und insbesondere hat der Städtetag zu diesem Thema, zu diesen Sonderleistungen an die vier betroffenen Kommunen überhaupt nicht gesagt, dass die abgeschafft werden sollen. Also auch das sollten Sie an der Stelle dann einmal deutlich herausstreichen. Es war eine politische Entscheidung, die Sie getroffen haben.
und warum die Härtebelastungen, die von 2006 bis 2016 von Ihnen attestiert wurden, mit Ablauf des 31.12.2016 nicht mehr bestehen, bleibt auch Ihr Geheimnis. Weil diesen vier Kommunen fehlen diese rund 2,5 Millionen € in der Tat zur Haushaltsfinanzierung. Und die Stadt Kassel ist gerade aus dem Schutzschirm entlassen worden. Es ist ja nicht so, dass die auf Rosen gebettet sind, sondern mit 500.000 € kann man auch an der Stadt Kassel sinnvolle Projekte machen. Und am ärgsten ist die Kommune Wiesbaden gebeutelt. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, Haushaltsaufstellung für 2018. Wiesbaden muss möglicherweise mit fast 40 Millionen € weniger aus den Schlüsselzuweisungen rechnen und jetzt noch eine Million weniger durch Wegfall aus dem Landesausgleichsstock. Ich finde, kommunalfreundliches Verhalten einer Landesregierung, meine Damen und Herren, sieht objektiv anders aus, um das einmal sehr deutlich und treffend zu sagen. Wissen Sie, Herr Minister, Sie haben eben gesagt, Sachverstand zu kommunal. Ich habe den Eindruck, Sie wissen gar nicht mehr, wie es in den Kommunen aussieht. Sie haben sich in Ihrer Glasglocke des Innenministeriums ausgedrückt. Ja, den Eindruck kann man haben. Sie brauchen auch nicht arrogant von da hinten zwischenzurufen. Treten Sie ans Rednerpult. Als Regierung haben Sie die Gnade, alles zu sagen, solange Sie wollen, egal was Sie sagen, auch wenn es substanziell nichts ist. Also, Herr Minister, sparen sich die Zwischenrufe von hinten von der Seite. Der Respekt gehört auch den Abgeordneten, ob Ihnen das persönlich passt oder nicht, um Ihnen das einmal sehr deutlich zu sagen. Ich verbitte mir Ihre Bemerkungen von da hinten. Und wenn nicht, muss der Präsident das bitte sicherstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Können wir das bitte einmal klären, vielleicht? Ich glaube, das ist schon geklärt. Herr Staatsminister Beuth hält sich bestimmt zurück. Danke schön. Die Regierung das Privileg hat, im Gegensatz zu Abgeordneten auch Redezeiten zu überschreiten, was reichlich gemacht wird. Und deswegen können Sie das nutzen, wenn Ihnen das nicht passt. Also im Ergebnis gibt es Dinge in dem Gesetzentwurf, die unstrittig sind, die regeln organisatorische Dinge, die den Besuch von Spielbanken betreffen. Derjenige, der eine Spielbank betritt, muss sich bestimmten Regelungen und Kontrollen unterwerfen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das sind Dinge, die sind selbstverständlich aus unserer Sicht auch nicht zu kritisieren. Man ist auch nicht gezwungen, in die Spielbank zu gehen. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber was nicht geht, meine Damen und Herren, dass man die vier betroffenen Standorte von Spielbanken jetzt einfach so im Regen stehen lässt. 2,5 Millionen € für vier betroffene Standortkommunen sind Geld, das man nicht einfach ignorieren kann. Und deswegen werden wir auch im Rahmen der Anhörung, die ja stattfindet im Innenausschuss, den nach unserer Auffassung den vier betroffenen Kommunen Gelegenheit geben, ihre Positionierung deutlich zu machen. Und das Land schreibt ja selber in der Beantwortung der Kleinen Anfrage, aus den Bundesmitteln in 60 Millionen hat das Land 4,5 Millionen Mehreinnahmen. Also, wenn ich jetzt einmal sage, 4,5 Millionen Mehreinnahmen, 2,5 Millionen fehlen den Kommunen, dann ist noch ein bisschen Luft nach oben, weil der Umgang, der Rückgang der Gesamteinnahmen führt ja auch schon zu weniger Abgaben. Aber insofern, wer ein fairer Partner der Kommunen ist, darf die Kommunen an der Stelle nicht allein lassen. Und das werden wir auch im Fokus der Anhörungen der Beratungen im Ausschuss deutlich machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin jetzt kein Spielbankexperte, aber ich verstehe die Aufregung des Kollegen Rudolph jetzt nicht so ganz, weil zum einen haben wir vier herausragende Standorte in Hessen und auch die vier Kommunen, denke ich, sind in einer guten Verfasstheit wie die Kommunen insgesamt in Hessen. Wir haben über 90% der Kommunen, die einen ausgeglichenen Haushalt haben, die Überschüsse erwirtschaften. Nie gab es mehr Geld für die Kommunen insgesamt. Und ich glaube auch, dass die vier Standortkommunen mit ihren Überschüssen nicht zu den notleidenden Kommunen in Hessen zählen. Aber insgesamt zu dem Thema zurückzukommen. Der Gesetzentwurf befasst sich mit den Änderungen des Hessischen Spielbankgesetzes. Und betroffen sind die genannten vier Spielbanken bzw. Casinos. Und gemessen an der Größe unseres Landes ist Hessen damit kein großer Spielbankenstandort. Aber was an Quantität fehlt, macht Hessen mit seinen Spielbanken bekanntlich an der Qualität wett. Die Spielbank in Wiesbaden ist eine der größten und schönsten und eine der Top-Adressen in Deutschland. Über großes Renommee verfügt auch die Spielbank in Bad Homburg, die schon 1841 eröffnet wurde. Hier wurde 1841 das französische Roulette erfunden, und Bad Homburg besaß damals das erfolgreichste Casino der damaligen Zeit. Ihre beiden Gründer machten dann allerdings Monte Carlo zu der europäischen Glücksspielmetropole. In Kassel ist ebenfalls eine Spielbank zu Hause. Und hier wird neben dem Automatencasino auch noch Poker angeboten. In Bad Wildungen steht schließlich ein reines Automatencasino. Betrieben werden diese hessischen Spielbanken nicht wie in manch anderen Bundesländern von einer staatlichen Gesellschaft. Es sind vielmehr einzelne Firmen, die diese Casinos betreiben.
Die Spielbank Wiesbaden GmbH gehört dabei zu gleichen Teilen der Stadt Wiesbaden und dem Land. Die GmbH, welche die Spielbank in Bad Homburg führt, ist eine Tochtergesellschaft der Kur- und Kongress GmbH der Stadt Bad Homburg. Und die beiden anderen Häuser werden von der Kurhessischen Spielbank Kassel-Bad Wilbelungen GmbH geführt. Aufsichtsbehörde, und da sind wir dann auch beim Thema der Spielbanken, ist das Hessische Innenministerium. Und mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf reagiert die Landesregierung auf Ergebnisse der Evaluierung von 2014 und seitherigen weiteren gesetzlichen Veränderungen. Eine spürbare Folge hatte der Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2008 und auch das Nichtraucherschutzgesetz. Infolgedessen sind die Erträge der Spielbanken deutlich um fast ein Viertel eingebrochen. Und zusammen mit der bereits seit 2006 greifenden Aufhebung der Umsatzsteuerbefreiung ist das eine sehr große Belastung für die entsprechenden Gesellschaften. Und es wurde bereits erläutert, der Gesetzentwurf sieht deshalb eine Absenkung der Abgabensätze vor und auch eine Tilgung der Umsatzsteuer aus dem Aufkommen der Abgabe. Sinnvolle Maßnahmen. Und darüber hinaus, was uns ganz wichtig ist als Christdemokraten, wird auch die Videoüberwachung in den Spielbanken selbst erweitert. Und zwar soll sie nun auch zur Verhinderung von Geldwäsche zur Anwendung kommen. Und auch zum Zweck von verdeckten Spielkontrollen können solche Überwachungen vorgenommen werden. Eine sinnvolle, aber auch leider notwendige Maßnahme. Meine Damen und Herren, ich möchte die Redezeit nicht ausschöpfen, denn ich denke, unseres Erachtens ist der Gesetzentwurf der Landesregierung eine sachgemäße und zeitgemäße Lösung für die bestehenden Handlungserfordernisse. Und die Details können wir dann im Ausschuss eingehend diskutieren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Änderung des Hessischen Spielbankengesetzes möchte ich gerne einige wenige Anmerkungen machen. Erstens. Grundsätzlich spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, die Spielbankstandorte offen zu lassen und nicht an bestimmte Standorte zu knüpfen. Wir fragen uns aber, warum die bestehenden Spielbanken in den drei Städten nicht mehr genannt werden sollen. Wenn eine vierte Stadt hinzukommt, wäre auch eine kleine Änderung z.B. im Rahmen von jährlichen Sammelgesetzen ohne großen Aufwand möglich, anstatt dies per Rechtsverordnung zu ermöglichen. Zweitens. Wir begrüßen, dass die Auswahl der Spielbankunternehmerinnen und Unternehmer an erster Stelle unter Berücksichtigung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrags erfolgen soll und dass in § 15a Spielersperren Eingang in das Gesetz finden. Wir halten das für einen Fortschritt bei der wichtigen Frage der Bekämpfung von Glücksspielsucht. Drittens. Fragebedarf besteht bei uns jedoch noch bei der Aufzeichnungs- und Kontrollpflicht in § 15b. Generell stellt sich die Frage nach Einholung von datenschutzrechtlichen Regelungen, ob hier wirklich auf Regelung des Geldwäschegesetzes zurückgegriffen werden muss und somit eine Aufbewahrungsfrist eines Besucherverzeichnisses und den darin enthaltenen Daten von immerhin 5 Jahren notwendig ist, halten wir zumindest für diskussionswürdig. Viertens. Ein großes Problem mit dem vorliegenden Gesetzentwurf haben wir jedoch mit dem neu eingeführten § 16 und den darin enthaltenen Möglichkeiten von Videoüberwachung und insbesondere der Erfassung biometrischer Merkmale. Ich frage mich, ob hier nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Mir ist nicht nachvollziehbar, dass ein solch umfangreicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte tatsächlich notwendig ist. In der Debatte um die Änderung des Spielbankengesetzes in Schleswig-Holstein 2014 wurde z.B. die Zahl von ganzen 2 Fällen genannt, die überhaupt durch den Einsatz von Videoüberwachung entdeckt werden konnten. Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, ob es nicht ein milderes Mittel als Alternative zur permanenten Videoüberwachung gibt. Vorstellbar wäre ja auch schlicht und ergreifend, mehr Aufsichtspersonal zu beschäftigen. Auch eine Möglichkeit. Aber auch aus einem zweiten Grund stehen wir der Videoüberwachung kritisch gegenüber. Auch die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch diese permanente Überwachung verletzt. Dies sieht im Übrigen auch das Landesarbeitsgericht in Frankfurt so, das im Jahre 2010 einer Kündigung durch die Spielbank hier in Wiesbaden widersprochen hat.
und ich zitiere aus dem Urteil, die elektronische Überwachung und das Speichern der verdachtsunabhängigen Aufzeichnung von 7 Tagen ist nach Auffassung der Frankfurter LAG-Richter unverhältnismäßig, weil genügend Aufsichtspersonal wie Stahlchefs und Tischchefs sowie Glücksspieler, die mit den Jetons hantierenden Croupiers kontrollierten. Also diese Kündigung ist nicht durchgegangen damals, und die muss auch berücksichtigt werden. Aus unserer Sicht ist dieser Passus also in Ihrem Gesetzentwurf unverhältnismäßig und steht auch der Rechtsprechung entgegen. Wir wollen, lassen Sie mich das zum Abschluss sagen, alle Änderungen gerne mit Experten in einer öffentlichen Anhörung im Innenausschuss diskutieren, von der wir uns weitere Klärung in diesen Fragen erhoffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Staatsminister Beuth hat ja bei der Einbringung das Notwendige zur Einbringung dieses Gesetzentwurfs gesagt. Die Evaluierung dieses Gesetzes macht es notwendig, dass wir in diesem Bereich Änderungsbedarf umsetzen. Ich will auf ein paar wesentliche Änderungen eingehen. Also die Spielbankstandorte, Kollege Rudolph hat das ja auch schon angesprochen, dass wir die Benennung der Spielbankstandorte wegfallen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Regelung, weil man natürlich über die Frage einer Verordnung das schneller regeln kann und auch schneller handlungsfähig ist in der Frage. Ich kann natürlich verstehen, dass ist eine unterschiedliche Sichtweise von Opposition und Regierung. Natürlich hat Opposition eher da den Anspruch, dass sie in dieser Frage mitbestimmen kann. Zweiter Punkt ist die Frage der Vergabe der Spielbankerlaubnisse. Das geht bisher nach privatrechtlichen Verträgen. Wir glauben, dass es eine gute Regelung jetzt ist, das durch Bescheid zu machen. Damit tritt das in den öffentlichen Bereich. Und ich glaube, auch da ist die Regelung, die wir hier gefunden haben, eine angemessen und gute. Es ist gerade schon von Kollegen Rudolph die Frage thematisiert worden, was die Frage der Absenkung der Abgabensätze angeht. Das ist mit Sicherheit eine Frage, die uns auch in der Anhörung beschäftigen muss. Kollege Rudolph hat die Zahlen hier genannt. Aber gleichwohl muss man natürlich auch erwähnen, dass die Spielbanken durch den Rückgang der Erträge von 25% natürlich auch ziemlich unter Druck gekommen sind. Und ich will mal scherzhalber in Richtung von Herrn Rudolph sagen, wenn er sagt, er will die Spielbankkommunen einladen, was Sie denn dazu sagen, dass Ihnen das Geld fehlt. Man kann natürlich auch umgekehrt sagen, dann laden wir die 423 anderen und die Landkreise ein. 22 und die anderen Landkreise dazu ein und fragen die, was die dazu sagen, dass sie das über den KFA finanzieren sollen. Weiß ich nicht, ob wir da mit Mehrheit uns denn der Auffassung der Spielbankkommunen anstellen. Aber ich will das gar nicht wegleugnen. Es ist natürlich ein Thema für die Spielortkommunen, für die Spielstandortkommunen. Und deswegen wird es auch mit Sicherheit eine Frage sein, die wir in der Anhörung dann umfassend auch erörtern werden. Die Änderung der Umsatzsteuer, darauf hat der Innenminister hingewiesen. Die Konkretisierung der Spielbankaufsicht ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Und was ich glaube, was gut ist, was wir in dieses Gesetz reinschreiben, ist die Umsetzung der zentralen Spielsperredatei. Das ist, glaube ich, eine Konkretisierung dessen, was wir auch im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrages diskutiert haben, dass wir diejenigen, die sich selber so einschätzen, dass sie suchtgefährdet sind oder tatsächlich suchtgefährdet sind, dass sie sich in Sperrdateien eintragen lassen und dann auch den Zutritt zu solchen Etablissements dann auch nicht mehr haben. Ich glaube, das ist eine gute Regelung. Wir werden ja nachher auch noch im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag in dieser Frage darüber reden. Ich glaube im Gegensatz zum Kollegen Schaus, dass es auch notwendig ist, den Bereich der Videoüberwachung zu konkretisieren. Das tun wir ja ausdrücklich. Das tun wir ausdrücklich mit dem Hinweis auf das Arbeitsgerichtsurteil aus 2010. Und es dient natürlich auch der Geldwäscheprävention. Das ist ein großes Thema.
wird ja auch von Ihrer Seite immer wieder darauf hingewiesen, dass es gewisse Leute gibt, die an der Steuer vorbei sozusagen ihr Geld waschen und darüber sozusagen über eine vernünftige Kontrolle dahin zu kommen, dass man das auch im Blick hat, gerade dort an Standorten, wo es mit viel Bargeld, wo viel Bargeld im Spiel ist und da auch die Kontrollen zu erhöhen, glaube ich, ist am Ende eine gute Regelung. Aber auch darüber werden wir natürlich in der Anhörung diskutieren. Und der Datenschutzbeauftragte wird uns da mit Sicherheit den einen oder anderen Hinweis geben. Ein weiterer Punkt, der eingeführt worden ist, ist die Frage der Ordnungswidrigkeit. Wir haben Ordnungswidrigkeit für Zuwiderhandeln vorgesehen. Das geht insbesondere auch in der Frage Spielerschutz, Jugendschutz, dass dort bei Zuwiderhandlungen auch Ordnungswidrigkeitsgelder vergeben werden müssen. Das ist auch hier hinterlegt. Ich glaube, am Ende haben wir hier ein gutes Gesetz Ihnen vorgelegt, die Landesregierung Ihnen ein gutes Gesetz vorgelegt. Und ich glaube, dass wir die Einzelheiten dann ausgiebig im Innenausschuss in der Anhörung erörtern können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Spielbankgesetzes geht es bei wesentlichen Dingen wirklich nur um formale Korrekturen, über die es sich nicht lohnt, hier weiter viele Worte zu verlieren, was die Regelungen zu Standorten, zur Einrichtung von Zweigstellen oder Kriterien für die sehr theoretische Auswahl von Dritten angeht. Dazu will ich hier nichts sagen. Gegebenenfalls können wir uns auch damit in der Anhörung beschäftigen. Es gibt vier Punkte, zu denen ich kurz Stellung nehmen will. Das erste ist die Frage der Regelung zur teilweisen Tilgung der Umsatzsteuer, der § 7a neu. Künftig soll, wenn die maßgebende Umsatzsteuer die Vorsteuer übersteigt, der übersteigende Betrag durch das Aufkommen an der Spielbankabgabe getilgt werden, also die Spielbankabgabe quasi der Umsatzsteuer ein Stück weit gleichgestellt werden. Das ist eine grundsätzlich sinnvolle Neuregelung, nachdem die Umsatzsteuerbefreiung für die Umsätze öffentlicher Spielbanken ja seit 2006 weggefallen ist und damit eine gewisse Doppelbelastung entstanden ist. Einerseits die Umsatzbesteuerung, auf der anderen Seite die ohnehin hohe Spielbankabgabe. Mit der Neuregelung wird klargestellt, dass die Umsatzsteuer grundsätzlich praktisch aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe getilgt wird, soweit sie auf Umsätzen beruhen, die auch der Spielbankabgabe unterliegen. Das scheint mir eine sinnvolle Regelung. Auch da werden wir in der Anhörung genau zuhören müssen, was uns die Betreiber und die Betreiberstädte berichten. Der zweite Punkt betrifft die Spielbankabgabe. Und das hat natürlich sehr eng mit dem zu tun, was der Kollege Rudolph hier vorgetragen hat, nämlich mit der Frage des Aufkommens aus der Spielbankabgabe, insbesondere bei den vier Städten, in denen sich Spielbanken befinden. Auch das ist eine Frage, wo wir genau hinhören werden, ob die hier vorgesehene Kompensation in irgendeiner Form ausreicht. Es einfach zu streichen, das macht in der Tat wenig Sinn. Die Absenkung ist vorgesehen jetzt um 5% der Spielbankabgabe. Das kann schon einmal ein guter Schritt sein, aber auch da wollen wir genaueres hören. Spannender für uns als Freie Demokraten sind zwei weitere Punkte, nämlich zum einen die Regelung zur Klarstellung bei dem Thema Spielersperren. Nach den entsprechenden Regelungen sind die Spielbanken verpflichtet, sich an die bundesweite Sperrdatei anschließen zu lassen. Das soll durch die Gesetzesänderung jetzt konkretisiert werden. Insgesamt muss ich sagen, ist das eine sinnvolle Geschichte. Aber die Frage, wie solche Spielersperren ausgestaltet sind, wirft ja durchaus auch Fragen auf hinsichtlich des Nutzens einerseits, der Einschränkung einer legalen Freizeitbeschäftigung durch Dritte andererseits und das Problem des Nachweises nicht mehr problematischen Spielverhaltens, um das Entsperren einer einmal vorgenommenen Sperre zu erreichen. Was aber mein zentraler Kritikpunkt an dieser Stelle ist, es fehlt nach wie vor an einem zentralen System und bundesländerübergreifenden Spielerschutz.
bzw. einer Regelung wie der Spielerkarte, die es in den skandinavischen Ländern z. B. gibt. Ich weiß, dass wir dort beim nächsten Tagesordnungspunkt vielleicht eher noch darüber zu diskutieren haben, weil wir das Problem des Glücksspielstaatsvertrages haben. Aber die grundsätzliche Kritik an dieser Situation bleibt natürlich. Mein vierter Punkt ist die Neuregelung der Aufzeichnungs- und Kontrollpflichten. Danach sollen die Spielbanken verpflichtet werden, ein elektronisches Besucherverzeichnis zu führen, in dem personenbezogene Daten 5 Jahre lang gespeichert werden dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage das hier jetzt einmal im Vorgriff auf die Anhörung sehr deutlich. Aus meiner Sicht ist eine Speicherung der Daten aller Besucher, der personenbezogenen Daten aller Besucher für die Dauer von 5 Jahren unverhältnismäßig und damit nicht rechtmäßig. Wir werden auf jeden Fall für die Anhörung benennen den hessischen Datenschutzbeauftragten und ihn sehr genau zu dieser Frage anhören müssen. Ich persönlich habe massive Zweifel, ob diese vorgesehene Regelung mit den Regeln der neuen Datenschutzgrundverordnung vereinbar sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt ziehe ich das Fazit, dass dieser Gesetzentwurf nicht geeignet ist, die grundlegende Problematik zu lösen, die für Spielbanken insbesondere durch den derzeit illegalen Markt im Internet bzw. den grauen Markt entsteht. Nach den Ausführungen im Gesetzentwurf sind die Erträge der Spielbanken seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages im Jahr 2008 um 25% zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund wird uns ja mitgeteilt, die Höhe der Abgaben sei nicht mehr zeitgemäß. Meine Damen und Herren, das ist klar. Wenn wir uns die Entwicklung der Umsätze per Stand 2015 ansehen, dann haben wir im legalen Casinospiel gerade noch 557 Millionen €, weil nämlich auf der anderen Seite in dem Bereich, der bis heute unreguliert ist, dem es keine entsprechenden ordentlich geregelten Einnahmen gibt, mehr als das Doppelte, nämlich im Online-Casino über 1 Milliarde 165 Millionen € Umsätze haben. Dazu kommt noch das Online-Poker mit 123 Millionen €. Meine Damen und Herren, das ist die eigentliche Baustelle, um die es geht. Dazu beim nächsten Tagesordnungspunkt. Was hier gemacht wird mit diesem Gesetzentwurf, sind ein paar notwendige Anpassungen zur Regelung Anrechnung der Umsatzsteuer. Ich hatte es genannt. Die Frage, ob das ausreicht, hat natürlich auch etwas mit der Frage zu tun, wenn auf der anderen Seite die Anforderungen an den Betrieb erhöht werden, weitreichendere Aufzeichnungs- und Kontrollpflichten kommen, dadurch zusätzliche Kosten entstehen, ob das Ganze insgesamt mit der moderaten Anpassung Linderung der Abgabenlast hilft, auf der anderen Seite mit den Kostenerhöhungen klarzukommen. Ich wiederhole, die Datenerhebungsregelungen stehen unter verschärfter Beobachtung. Ich kann nur empfehlen, dass alle sehr genau in der Anhörung hinhören werden auf das, was uns der hessische Datenschutzbeauftragte berichten wird, insbesondere aber auch, was die Einschätzung der Gemeinden, der Sitzgemeinden und der Betreiber angeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit haben wir die erste Lesung begonnen. Und wir überweisen den Gesetzentwurf, Drucksache 19/5243, zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den INA.